So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen. Wir fangen an, vom Winde verwehtes Dokument zu lesen. Auf dem Boden liegt ein Schriftstück. Es scheint von unten emporgeweht worden zu sein. Sieh nach unten. Okay, wir sollen nach unten sehen. Da. Dann gucken wir doch mal. Ja, und was soll ich hier sehen? Prüfe. Rechts von uns. Ne, das war falsch, oder? Hier. Da. Halb verstecktes Pergament. Das Schriftstück zeigt ein Vertragsblatt mit dem Emblem des Widerstands. Aber der Vertragsverwalter lässt sich kaum entziffern. Die Tinte ist verschmiert. Okay. Bringe das zum Vertragsverwalter. Okay, das kriegen wir hin. Fängt ja noch einfach an, die Aufgabe. Nicht wahr? Ich finde gut, dass man wirklich auch so schafft, alle Aufgaben abzuschließen. Nicht bei WoW hat man teilweise Aufgaben gehabt, die hat man über das ganze Spiel mitgeschleppt, weil man die nicht abgeschlossen hat. Oder auch nicht herausgefunden hat, wie man die abschließt. Klar, in den neueren Versionen war es nicht mehr so, aber in den Classic ganz früher war das schon oft ein Problem. Where did you find this? Thank you. Let's see. Oh, this is not good. Oh, das ist nicht gut. This is a contract scroll meant for the Starlight Observatory ruins, and it came to the wrong place. I should send it back before it's due, but I can't leave my post. Ja, natürlich. Er kann wieder was nicht machen, das heißt, wir müssen es tun. Ja. I can't entrust it to just anyone. Oh, wait. Aren't you the adventurer who helped Martinet in the Lord's Aid? Ja, der bin ich. Wolf hunting contest possible, didn't you? Na klar. Please deliver it to Elira at the Starlight Observatory ruins. Oh, I'm so glad this contract can be completed on time. The Resistance always lends a helping hand to those in need. We get requests to help with everything from minor problems to high risk life or death missions. Na gut. Normally only resistance soldiers can do this, but you have Clay's token, right? If he trusts you, we certainly can too. Take a look at some contracts if you want. Okay. Now, take this to Elira at the Starlight Observatory ruins. Oh, don't forget to open the waypoint in the Ustella fields on the way. Okay, Ustella Felder. Oh, and before you go, you should stop by Marianne, the accessories crafter, and pick up some accessories. The better your gear, the stronger the monsters you can take on. Okay. Take a look at the contracts before you start your adventure. I assure you the rewards are worth it. Take a look around. If you have some contract coins. Okay, Vertragsmünzen. Vertragshändler. Und wo sind die Verträge? Zubehörhersteller. Okay, da sollen wir erstmal hin. Gehen wir zum Zubehörhersteller. Ich mache mal Musik ein bisschen lauter, nicht? Man hört jetzt gar keine mehr. Das ist immer schlecht in Spielen. Also Töne mal laut, mal leise. Das ist wie heutzutage. Sag mal, wie komme ich ins Menü? Escape bringt mich hier hin. Da unten eine Einstellung. Boah, komplett versteckt. Ich mag den Wind rauschen und so. Kann man? Okay, UI vielleicht noch ein bisschen leiser. Wir können die Musik mal so auf. Kampfeffekte. Oh ja, die können wir leiser machen. Die stören, nicht? Das finde ich gut, dass man das separat machen kann. Das ist super wichtig. Andere Charaktere. Monster Amitoi. Warum ist Amitoi so ruhig? Hintergrundgeräusche, Stimmen, so. Besser. Hätte ich vielleicht mal gleich machen sollen. So, wir haben noch ein Level. Ich würde sagen, Geschicklichkeit.
Einfach weil es kann. Wo? Da. Was bist du? Ach, der Waffenhersteller. Nee, da sind wir glücklich. Necklaces, earrings, ring. Oh, hello, Adventurer. Hallo. Ich möchte Zubehör herstellen. Oh. You're curious about accessory crafting. If you bring the materials, I can make you great accessories. You have to have accessories to be a true adventurer. Natürlich. I'll give you some of the materials I have left over. Make any accessory you see fit. Na klar. At the urging of the contract manager Noss, you visited the Castleton accessories crafter Marianne. She explained that accessories can be crafted by gathering materials, and she gave you materials to make an accessory. So. Halskette der Vitalität. Gesundheit erhöht, aber Mana-Regeneration wird entfernt. Wir haben also schon was. Mana-Regeneration geht runter. Mana-Regeneration geht runter, aber Fernkampf ausweichen kommt dazu. Gesundheitsregeneration kommt dazu. Dafür wird Mana-Regeneration komplett entfernt. Das finde ich eigentlich hier am besten. Halskette der Vitalität. Stellen wir die her. Wir hätten auch einen Ring herstellen können. Ne, hier ein Gürtel. Oh ja, Gürtel ist vielleicht nicht schlecht. Gürtel der Entschlossenheit bringt mir gar nichts, nicht? Die haben gar keine Eigenschaften. Beziehungsweise, doch, hier, Nahkampf ausweichen. Ach, weil wir keinen haben, vergleicht er nicht. Okay, Nahkampf ausweichen, Fernkampf ausweichen, Schwächungsresistenz finde ich auch nicht schlecht. Oder hier die Mana-Regenerierung darüber zurückbekommen. Oder maximale Gesundheit halt. Gürtel des Geschicks. Eigentlich finde ich den hier hübsch. Ich nehme einfach den, weil er hübsch aussieht. So, was können wir noch? Sachen zusammenfügen. Ringe und Co. geht noch nicht. Dann. Ab in den Charakter. Und wo ist der Gürtel? Wo kann der hin? Da unten. Sehr gut, sehen wir eh nicht. Halskette können wir tauschen, sehr gut. Ringe können wir dann bei Gegebenheit ändern. Okay, noch irgendwas mit dir zu bequatschen? Sieh nur, was ich angefertigt habe. Want to hear something even more helpful? It's a way to bring out your gear's full potential. Jawohl. Upgrade your equipment. Natürlich. You can improve all your favorite gear. Keep at it, and you can make your equipment even more powerful. Since you'll be traveling in dangerous places, I'll give you some upgrade materials. That way, you can upgrade your equipment yourself. Try upgrading the accessory you just made to practice. Okay. Wir sollen wieder Sachen verbessern. Das kriegen wir doch auch hin, nicht? Das haben wir schon so oft gemacht. Aber ich weiß gar nicht. Ja, wir haben, glaube ich, gar nicht so viele Bücher oder sowas. Well, that's all I have for you. Marianne crafted an accessory for you. She said upgrading the accessory could make it even more powerful. So, hier haben wir auch wieder irgendwas. Irgendwelche Belohnungspulver. Hier haben wir auch wieder irgendwelche Punkte und irgendwelche Belohnungen. Oh. Und dann auf Verzauberung, Stufenaufstieg, den Gürtel bis zur nächsten Stufe. With Marianne's guidance, you successfully upgraded the accessory. The accessory became more powerful, just as she said. So, auf Level 3 gebracht. Wichtig. Die Kette bringen wir auch noch wenigstens auf Level 1 vielleicht. Jawohl.
I've rarely seen people wear that. May I take a closer look? Okay. We can take a look at our beautiful. Damit ist sie fertig, nicht wahr? Sehr schön. It's our duty as crafters to make weapons for adventurers. Und Goldroggenfelder reise dann nach Mondsichelsee und dann Ustellafelder. Okay, aber das ist die Reise. Wir reden erstmal mit den Leuten hier. Wo ist der Marker? Mit irgendjemandem hier soll ich reden. Rechts von mir. Welcome. Aber ich kann irgendwie nicht mit ihm reden. Bewohnerin? Sprich mit Abenteuerprofi Pango. Ach, da hinten! Da steht der. Ach! Ein Pinguin mit einem Blatt im Mund, okay. Aufstrebende Abenteurer, du bist in guter Gesellschaft. Was für Gesellschaft denn? Du hast einen kleinen, aber wertvollen Freund an deiner Seite. Wie du an mir sehen kannst, Abenteuerprofi Pango, sind wir Amitoi. Fantastische Abenteurer, unsere Abenteuer sind etwas ganz Besonderes. Okay. Hast du je von der Expedition gehört? Das ist ein Abenteuer, auf das nur wir Amitoi ziehen können. Ich bin sicher, dass alle danach sehnen, einem beizutreten, auch wenn sie es nicht zugeben. Amitoi kehren mit leeren Händen von einem Abenteuer zurück. Warum organisierst du nicht deinem Amitoi mal eine Expedition? Okay. Je mehr Amitoi du auf eine Expedition sendest, desto eher lohnender ist es das. Okay, tolle Gefährten, bla bla bla. Die erste Expedition, da wären Erinnerungen wach. Drück deinen Freunden die Daumen. Adventure Pro Percy, a seasoned Amitoi veteran. Told you about adventures available only to Amitoi. Your little friends can now go on their own exciting expeditions. Okay, also meine Amitoi können auch noch irgendwie auf Expeditionen gehen. Oh, den haben wir. Jetzt haben wir den kleinen Pinguin. Okay, so kriegt man den. Einfach so. So, was kann ich jetzt machen? Wie kann ich dich? Jetzt irgendwo hinschicken? Ah, hier drüber. Okay. Alles klar. Amitoi-Expeditionskarte. Interagiere mit der Expeditionskarte, um dir die Amitoi-Expeditionskarte anzusehen. Wo ist die Amitoi-Expeditionskarte? Ah! Oh, okay. Du kannst die Zieldomäne für die Expedition festlegen. Okay. Du kannst die Zielregion festlegen. Du kannst die Dauer der Expedition festlegen. Okay. Du kannst bis zu 5 Amitoi auf eine Expedition schicken. Wenn du Amitoi mit demselben Attribut wie die Expeditionsregion auswählst, erhöht sich die Menge an Belohnungen. Okay, drück auf Expedition Beginn, sobald du fertig bist. Also wir wählen ihn aus. Was ist denn das hier? Okay, das sind Felder. Ah, und der ist Küste. Das heißt, ich müsste eigentlich hier zur Küste, aber die ist noch nicht freigeschaltet. Für die Roggenfelder haben wir aber gar keinen. Also nehme ich ihn hier mit Wald. Wir können ihn 2, 4 oder 8 Stunden schicken. Da ich heute nicht mehr spiele und ihn nicht brauche, würde ich sagen, schicken wir ihn 8 Stunden und... Los mit dir. Okay. Das sind die Amitoi, die es dann irgendwann gibt, nicht? Finde ich schade, dass man die hier schon drinstehen hat, obwohl man die gar nicht besitzt. Klaus, Feniki, Frostfried, Berti, Nochian. Oh, da ist auch noch ein Buch. Ratschlag. Okay, zum Angeln. Aber schön gestaltet ist es auf jeden Fall. Wunderbar.
Die Tür bleibt fest verschlossen. Und nu? Ja. Okay. Okay. Wie ich sehe, hast du deine Expedition erfolgreich entsandt. Angst und Aufregung sind bei Aufbrechen und Warten gleich groß. Deine treuen Gefährten erinnern mich an die gute alte Zeit. Ich bin Abenteuer-Profi Pango. Hatte viele Gefährten und einer ist mir noch besonders in Erinnerung. An seiner Seite brauchte ich diese rauen Welt keine Angst haben. Selbst als die Pfeile uns niederprasselten, lachten wir nur und rannten weiter. Wir bezwangen alle Feinde auf dem Schlachtfeld, aber nicht ohne ernste Verletzungen zu erleiden. Zu diesem Zeitpunkt war nur noch ein Heiltrank übrig. Also haben wir... Oh, ich rede zu viel. Nein, es geht um mich. Was wirklich zählt, ist... Ein kleiner, aber machtvoller Freund. Ein kleiner, machtvoller Freund, Abenteuer sind groß. Okay. Ein kleiner, aber machtvoller Freund, Abenteuer sind groß, Träume enden nie. Just as Adventure Pro Percy said, your Amatoyi Expedition Team brought back gifts from the successful expedition. Okay. Ich glaube, damit haben wir nur noch die eine Aufgabe hier übrig aktuell. Wir müssen zu den Ruinen reisen. So, aber irgendwie sollten wir noch einen Vertrag mitnehmen. Das Problem ist nur, irgendwie kann ich keine Verträge aufnehmen, kann das sein? Bewohner? Wie kann ich an Contracts kommen? Manchmal sind die Sachen erklärt, aber irgendwie, oder kann ich die noch nicht machen? Kochrezepte, Auktionshaus geht noch nicht. Koop Dungeon Arena, bla bla bla. Kampfbass. Kodex. Die Sammlung, ja genau. Wir haben ein paar Bücher gefunden. Erkundung haben wir auch fertig. Ustellafelder kommen wir erst hin. So. Das haben wir hier. Zubehör verbessern. Da müssen wir erst hin zu den Ruinen. Amitoy haben wir. Abenteuerexpedition haben wir auch. Erst wenn wir das dann haben, geht's weiter. Oh, und dann kommen einige Kapitel, die wir zu bestehen haben. Verwandlung, Amitoy, aber diese Contracts? Vertragsverwalter, Vertragsmünzenhändler. Ich kann mit dem hier halt nicht reden, ne? Okay, ich muss erst zu den Ruinen und dann kann ich mir einen Contract mitnehmen oder so. Er hat zwar gesagt, hol dir erst den, die Contracts. Aber was nicht ist, ist halt nicht. Dann reisen wir mal. Wo liegen die Felder? Da. Alles klar. Gehen wir so um den See oder südlich? Hier waren die Goblins. Das war schon hart. Wir könnten nördlich rum. Nee, ups, falsche Brücke. Hier ist da sicher noch was versteckt. Kein Buch? Okay. Ungewöhnlich. Ah, wir müssen Wespen noch töten. Wir brauchen noch was. Ey. Wir brauchen noch was von den Wespen. Da ist ein Wespennest.
Naja, nichts gedroppt. Knochige alte Bäume. Skarabäus, hier ist es noch eine Wespe. Auch nix. What should I do? Oh, was liegt an? Goodness, you have such a kind heart. I've been having some concerns lately. Okay. Whenever I go out to work in the morning, things seem to be missing. Strange. Okay. I wonder if goblins are stealing them in the night. It would be nice if someone could keep an eye on them. Okay. Oh, goodness. Never I wonder if. Okay, mehr kann ich nicht machen. Was ist das? Achso, der Knitterdinger. Ach, Oliver. Ja. Mit Oliver habe ich geredet. Oh, hier müssen noch ein paar Wespen sein. Sehr gut. Na? Jetzt. Manchmal braucht er echt ewig, bis er anfängt. Ah. Oh, nerv nicht. Ich brauch Wespen. Ach, ich bin zu weit entfernt. Na? Zack, weg. Stock und da kommt eine Wespe raus. Sehr interessant. Ist auch die Frage, welche Wespe droppt das? Vielleicht nur die in den Haufen. Das könnte noch sein. Ah ne, da kam Skarabäus nur raus, ne? Die Aufgabe mit den Dings anzünden hatten wir auch nicht. Da gibt's doch sicher eine Aufgabe für. Irgendwie droppen die gar nichts, nicht? Schon ungünstig. Gibt's nicht sowas wie eine Wespenkönigin? Oh, Stellafelder. Okay. Wenn die jetzt nicht droppen wollen. Ich frag mich immer, wo das hin zeigt. Oder zeigt das den Wind an? Das könnte die Windanzeige sein, nicht? Andererseits ist da nicht nach Nordwesten. Oder? Wo ist der Kompass?
Keine Ahnung. So, dann suchen wir aber erstmal um den See herum alles ab. Was gibt's denn hier? Goldroggenfelder. Da müssen wir gleich hin. Hier ist doch sicher noch irgendwas auf dem Hügel versteckt. Wir haben lange keinen Entwicklerkommentar mehr gefunden. Cool, wir waren auch lange nicht in neuen Gebieten. Hier ist zumindest noch ein Buch. Bei Heldensagen. Hier sind Bauern. Ich glaube, hier waren wir aber auch schon. Eine weiße Krähe wieder. Ja, flieg, Krähe, flieg. Sehr schön. So, hier sind wieder die Ebene mit den Wölfen. Und dann um die andere Seite, um den See rum, und dann sind wir da. Goblin, da sind sie. Oh, Sternbaum. Direkt mal fällen. Natur, weg damit. Ja. Können wir eigentlich schwimmen? Ja, stimmt, wir können ja schwimmen, nicht? Dann wären wir zum Otter. Flonk, flonk. Na gut, dann erstmal zum Lager und den Stein aktivieren. Und die Geschichte noch. It is said that long ago the seeds of a flower with jewels for petals fell on an unnamed land and it became the beautiful field it is today. Hübsch. Gefällt mir. Goblins have long occupied and mined this mysterious gem-rich land and they do not hesitate to slaughter any human who dares disturb them. So, da sind wir. Hier sind nur Leute. Hier, da liegt doch sicher noch ein Buch für uns. Alter Geheimdienstbericht. Sehr schön, den nehmen wir noch mit. Und dann nur da unten die Leute, nicht? Was ist hier? Hier schon ein Goblin. Goblin-Kämpfer und Co. Das heißt, es ist wirklich nur der kleine Außenposten da im Süden. Der ist ein bisschen größer, der Schlechter. Okay. Anson? What is it? This place is dangerous. If you want to fight some goblins, go to the... Okay. Wachmann? Okay. Also hier gibt es weiter nichts zu sehen. Wo müssen wir als nächstes hin? Zack, das haben wir aufgedeckt. Ruinen des Observatoriums. Das sind die nächsten Anläufer, wo wir hin müssen.
Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.